Villa Macabra. So. Der Strandurlaub ist vorbei. Jetzt geht's auf in eine dunkle Villa, die, ja, ich muss irgendwie sagen, mich doch an Luigi's Mansion erinnert. Luigi's Mansion 2. Ja. So ein klein bisschen. Und was haben wir hier? Hammergeister. Ja, die Villa werden wir jetzt in diesem Part zusammen mit Chris Redfield, dem Vampir, besuchen und bezwingen. Und vor allem untersuchen. So viel dazu. Ja, 85 Gold. Und dann geht's weiter. Wir halten zusammen. Das ist doch auch sehr schön, den Chris Redfield mit an meiner Seite zu haben. Vor allem, wenn man in so eine Resident Evil Sache reingeht. In so eine große, gruselige Villa reingeht. Obwohl das hier auch nur eine Vampir-Villa ist. Und da leider keine Zombies drin sind. Ja, nur Vampire und Bilder. Ja. Trotzdem eine gruselige Villa, in der wir hoffentlich heute, wie schon angekündigt, die nächste Klasse finden werden. Die Vampirklasse, die erhalten werden. Und ja, ein Mii, auch ein neues Mii damit bestücken können. Meine Nase ist verstopft. Du warst doch gerade erst am Strand. Kommst vom sonnigen Strand. Hast eine Erkältung. Das geht doch gar nicht. Du hast jetzt 1750 Leute gerettet. Ja, stimmt, ich habe ein bisschen Offscreen-Training gemacht. Die Macht des Horst. Joa. Nächste Beziehung. Und da haben wir die besten Freunde. Blackie und Zwergi. Genau. Na. Was mit euch los? Ich will jetzt in das Zimmer von Sarah gehen. Willst du das? Okay. Willst du nicht noch die Bombenblöcke in deinem Zimmer bleiben? Nee, okay. Was? Zwie hat ein Geschenk gekauft. Schau mal, was ich gekauft habe. Ich will aber nicht ins Zimmer mit Sarah. Ich bin so froh, mein eigenes Zimmer zu haben. Sarah erhält ein Geschenk von Zwergi. Danke. Luftballon. Schick. Sarah freut sich über einen Luftballon. Kommt vor. Wie ich immer zu sagen pflege, kommt vor. Oh ja, Annelie mag Zwergi und hat's gesehen. Immer nur Sarah, das ist nicht fair. Annelie ist eifersüchtig auf Sarah. Im Ernst. Annelie will sowieso mit Sarah in ein Zimmer. Ja, von mir aus. Klärt doch eure Streitigkeiten untereinander. Ich will weiter. Ich will die Gruselvilla. Ich will weiter voran. Vampirschloss besuchen. So, da haben wir wieder Gemälde. Gemälde scheint es hier viele zu geben. Edle Dame A und Edle Dame B. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Ist jetzt fetzende Formel ein. Weg ist dran, haut auch drauf. Oha. Die Attacke von dem Gemälde, das hat ziemlich viel abgezogen. Ziemlich, also. Ja. Donalds, dem hat es ordentlich wehgetan. Dem muss das ordentlich wehgetan haben. Fetzende Formel, komm, das wird doch wohl das Ende sein, oder? Ja, das war das Ende von den Gemälden. So, geschafft haben wir es. Nice. Kunstgebäck und Kunstgebäck, okay. No, das eine ist ein Kunstgebäck-Sternchen. Kann es weitergehen? Voran! Mit Chris an meiner Seite fühle ich mich sicher. Ja, mit Chris Redfield in eine Gruselvilla zu gehen, ja, würde ich mich schon viel eher trauen, als allein in eine Gruselvilla zu gehen. Sag nicht, dass ich es machen würde, aber ja, wäre zumindest eine sicherere Sache, als das allein zu tun.
Und Blacky greift an und Donald ist immer noch sehr geschwächt. Sehr schwach, wollte ich sagen. Dafür gibt es ja den HP-Streuer, den wir gerade eben eingesetzt haben. Soeben haben wir ihn aktiviert. Fetzende Formel ist jetzt irgendwie nur noch fetzende Formel ein, weil ich finde es einfach so fetzend, diese. Ich finde es so fetzig, diese Formel. Ja. Wow, das ist echte Kunst. Ach Mensch, Donald, seit wann stehst du auf Kunst? Sein Magazin, das finde ich spitze. Das Doppeldingens dort mit dem Dämonen. Muster drauf hieß, glaube ich, so ein Dämonen-Magazin. Haben wir das im letzten Part schon bekommen oder ist das jetzt im Offscreen-Training entstanden? Also ich weiß, dass meine Kleidung neu ist, dass die im Offscreen-Training entstanden ist. Ah, habt ihr das bemerkt? Habt ihr bemerkt, dass ich neue Kleidung anhabe? Nicht? Bah, ihr seid aber Zuschauer. Nee, Spaß. 300 Gold für Team Spaggy. Und weiter geht's. Ich bemerke gerade, wir haben aus jedem Team einen Kandidaten mit im aktuellen Team. Und da haben wir Donald. Ein Notfall! Und da haben wir ihn gerade erwähnt. Da haben wir Donald, ja. Donald hat sich eine Erkältung eingefangen. Jedenfalls, wir haben Donald, Blacky und Annelie im Team gehabt. Das heißt, aus Team Politiker hatten wir einen im Team, aus Team YouTuber haben wir einen im Team gehabt und also zwei mit mir und einen aus Team Jungpioniere, wie ich es immer nenne. Ja, nice, nice. Annelie möchte ein neues Schwert, ein schwarzes Katana wäre der Traum von Annelie. Gönnt sie sich, ein schwarzes Katana wurde gekauft. Ausrüsten. Und auch eine Heldenuniform für Sarah soll drin sein. Ja, die müssen wir immerhin jetzt mit ins Team nehmen. Das muss ja irgendwie passieren jetzt. Zwangsläufig. Da Donald krank ist, muss ich ja Sarah mit ins Team nehmen. Ist aber auch gut, eine Heilerin mit im Team zu haben. Also auf geht's. Im Kämpfen bin ich wie eine Niete. Was? Das von Chris Redfield? Ja, Zungenknoten. Was ist das? Wer bist du? Was bist du vor allem? Ah, der Geist. Los geht's. Okay. Dann sag mal, was haben wir hier? Plopp-Puppe. Okay. Das sieht nicht gerade bedrohlich aus, aber... Oh, lass mal angreifen. Mit Impuls. Vollen Impuls. In den Kampf stecken. Und die Plopp-Puppe angreifen. So schwer wird es hoffentlich nicht sein. Sieht nicht nach einem ernsthaften Gegner aus. Aber das kann auch täuschen. Hab schon öfters Gegner unterschätzt. Impuls. Okay. Sehr stark ist jetzt nicht, aber auch nicht gerade schwach. Also, ja, mittelmäßig sieht man an ihrem HP-Balken, wie schnell der schon aufgebraucht ist. Mampf. Sarah hat was gekocht. Gut, die Heilerin wieder im Team zu haben. Ich habe es fast vermisst. Nice. Sie ist, glaube ich, nicht die einzige Heilerin. Ich glaube, Merkel ist auch eine Heilerin geworden. Aber ja, die ist ja in der Villa, die Merkel. Die macht ihren Urlaub. Ihren Politikurlaub. Politik, genau. Politikurlaub. Nicht nur schön, Zwergi. Fetzende Formel bringt natürlich viel bei einem Gegner. Ja, aber wir haben es besiegt. Wir haben den Geist berungen, wir haben den Geist niedergerungen und besiegt. Bewerb für Annelie. Bezwungen war das Wort, was ich suchte. Habe ich ein falsches Wort gesagt. Puppenpfeffer. Ah, das sollte aussehen wie diese Chilischote. Habe ich nicht erkannt. Ach du meine Güte, war das ein Gruseltour. Eine Gruseltour. Das war doch keine Gruseltour, Redfield. Chris, das sollte doch für dich... Das sollte ein Kinderspiel gewesen sein. Jetzt habe ich mein Haus zurück. Zur Belohnung. Wie wäre es hiermit? Das ist zwar eigentlich ein Familienerbstück, aber ich finde, du hast es verdient. Flederamulett erhalten. Aber dann, also dann, auf Wiedersehen. Du hast die Quest von Chris Redfield abgeschlossen. Joa, dann mal...
Ab ins nächste Gasthaus. Nuschel die Nuschel die Nusch. Nur ja, denn Story Sequenz. Lass mich mal ausreden hier, Horst. Du machst es, Horst, Vampirkräfte erwachen. Du kannst deine Klasse nun einen Vampir ändern. Oder ein neues Mitglied ins Team holen, das den Vampir innehaben soll. Ho, 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 ho. Eine Kraft ist erwacht. Du kannst jetzt die Klasse Vampir auswählen. Damit gebietest du nun über die Macht der Untoten. Ho, 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 ho. Du kannst jetzt die Klasse Vampir wählen. Die Klasse wechselst du über die Menüoption Team. Also, worauf wartest du noch? Auf gar nichts. Ich will direkt loslegen. Ich habe da sogar schon ein Mii erstellt, das ich als Vampir bestücken kann. Lasst euch überraschen, welches da kommen wird. Das seht ihr in wenigen Sekunden. Also, jetzt. Ein neuer Freund namens Evil Bergi ist gerade angekommen. Dann heißen wir ihn doch mal willkommen. Ich setze ihn direkt zu Donald ins Team. Obwohl, ist das so eine gute Idee, einen Bösen mit Donald zusammenzusetzen? Ich weiß nicht. So, keine Begrüßungssequenz. Schade. Das ist er. Er will sofort wieder ein neues Gewand. Ein Rosenanzug wäre der Traum von Evil Zwergi. Ja, ich kann es mal ein bisschen erklären. Ich habe da so ein bisschen meine Fantasie spielen lassen. Das soll schwarz sein, die Gesichtsfarbe und die Hautfarbe. Was so irgendwie so ein Dämon, so ein bisschen was Dunkles und Mysteriöses und Vampirmäßiges halt. Es hat so ein paar Merkmale von mir, wie die Brille zum Beispiel und die Augenbrauen auch ein bisschen. Und der Leberfleck hier auf der Lippe. So halt typische Merkmale. Und der Bart ist ausgeprägter als mein echter und als auch der des Mies. Also halt der meines Mies, des aktuellen Mies, des wirklichen Zwergenfürst Mies. Ja, die Haare sind ein bisschen wuseliger. Ja, als ob meine Haare jetzt nicht wirklich... Als ob ich meine Haare pflegen würde. Als ob ich meine Haare regelmäßig kämmen würde. Ja, meine Haare sind auch ein bisschen struwelig. Ich kenne sie wirklich, aber ach, anderes Thema. ja, und der guckt halt ein bisschen. Jetzt grinst er gerade ein bisschen. Jetzt hat er die Augen so ein bisschen zusammengekniffen, aber der hat solche Schlitzaugen. Der ist so ein bisschen monstermäßig. Schwarzer Dämon. Ja, ich kaufe von ihm doch seinen Rosenanzug. Ja, tief. Oh, ey. Evil Zwergi hat nur eine HP-Banane gekauft. Ja, war ganz evil von ihm. Mir direkt Geld abgeknüpft, damit ich den Heldenkittel nicht mehr für Zwergi kaufen kann. Ja, so viel Geld habe ich nämlich leider nicht mehr. Dank, Evil Zwergi. Du hast dich mit 10 anderen Mii-Charakteren angefreundet und konntest sie für dein Team gewinnen. Ob ich ihn mit in mein Team genommen habe, aber gehen wir mal nach weit gereist und gucken nach der nächsten Quest. Da wollen wir bestimmt noch eine machen. Oh, erstmal wenden wir uns hier bei Chris. Der will noch was sagen zu seiner Mission. Endlich kann ich wieder in Ruhe, in Frieden ruhen. Rest in Peace. Im eigenen Sarg schläft es sich halt immer noch am besten. Ja. So viel dazu. Wen haben wir hier? Normal. Verwegene Köchin Lucina. Okay. Okay, das überblättere ich mal bitte ein bisschen. Frostwindspitze. Ja. Bizepsschwert. Nice Sache, aber muss ich leider ablehnen. Ja, ich bin sehr beschäftigt. Mit dieser Quest hier, die würde ich gerne annehmen. Vielleicht bringt die uns dann die Elfenklasse. Ich habe von der Elfenklasse gehört. Das heißt, ja, die würde ich gerne annehmen. Auch wenn das Spiel von mir will, dass ich diese Quest mache. Ja, würde ich gerne die vielleicht mal annehmen. Und wo spielst du die? Ach, das kennen wir. Den Salat. Jetzt sind wir vielleicht stark genug für diesen Kampf, wo wir schon mal versagt haben. Süßigkeit gibt es also.
Flammenberg. Okay, ja. Mach ich mal. Nehme ich mal an. Auch wenn es vielleicht wirklich nur eine Süßigkeit bringt. Also machen wir uns auf den Weg. So, sie folgt mir. Eine Kussfliege. Was bist denn du, Prinzessin Lucina? Was? Gab's da nicht eben schon eine Lucina? Was zum Geier? Was zum Geier? Neo-Höhlen-Labyrinth. Muckis wachsen. Nur Gold. Okay, für nur Gold mache ich das nicht. Nein, 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 da muss schon mehr drin sein. Joa. Das Spiel will das hier machen. Machen wir bestimmt auch irgendwann, aber ich will erstmal diese Quest machen. Ach, und die wollen wir ja auch noch irgendwann mal machen. Ja. Neo Lumina wollten wir ja auch noch besuchen. Das ist auch noch eine neue Stadt, die dazugekommen ist. Und ich sehe gerade, wir haben Evil Zwergi gar nicht im Team. Das muss sich ändern. Das muss sich im nächsten Gasthaus sofort ändern. Das kann so nicht gehen. Das kann gar nicht sein. Den müssen wir. Das ist zwar Level 1, aber den müssen wir im Team haben als Vampir. Die Klasse, die wir gerade freigeschaltet haben. Das kann gar nicht möglich sein. Öffnen. Hurra! Ultima Tesso! Oh, das gibt's doch nur nach Kämpfen gegen den dunklen Fürst oder den dunkleren Fürst. Wow. So was in der Schatztruhe, das habe ich ja noch nie gesehen. Hier ist wohl generell ein Schatztruhenweg. Ich komme hier vor. Und zwar Exos. Aber ich denke, wir sind gewappnet für einen Kampf gegen Exos. Das dürfte möglich sein. Ja. Das ist gar nicht. Ganz toll gekämpft. Rotschwänzer. Ja, gegen die haben wir doch schon des Öfteren gekämpft. Noch ein Schatztruhe oder was? Nein, ein Gasthaus. Da können wir mal endlich Evil Zwergi mit ins Team nehmen. Tja, Donald ist jetzt krank und Sarah ist krank. Geht jetzt unser ganzes Team krank hier. Dann können wir uns ja. Ja, da können wir uns ja neue Teammitglieder dazu holen und dann, ja. Sag Evil Zwergi, hast du eigentlich einen Schlachtruf? Oh, nicht wirklich. Nee, mir fällt keiner ein. Oh, wie schade. Ich fühle mich nicht so gut. Wird schon wieder. Eine riesige Schatztruhe. Öffnen wir sie. Ein Kleidungsstück. Ein Heldenkittel, den ich mir nicht leisten konnte. Yay. Dank, Ibiz. Ach, die Kleidung da drunter macht's aus. Okay, dann nehmen wir es so. Im Rot. Oh, schon wieder ein Gasthaus. Das. Und Donald und Sarah, die sind immer noch krank. Ach, Mann. Das ist auch hier so ein Kabelsalat, der hier runterhängt und das Ganze auch ein bisschen beschwert. Das ist ein bisschen bescheuert, gerade die Sache. Aber ich hoffe, das ist trotzdem noch gut eingestellt und wir kommen zurecht. Sieht auch einigermaßen gut aus. Akzeptabel. So, den Evil Zwergi mal ein bisschen trimmen hier. In seinen Levels. Level 4. Level 5. Level 6. Und da gibt es wohl eine Einschränkung von Zwergen. Quatsch. Ja. Guter Versprecher. Der muss mit rein. Ja, da gibt es eine Einschränkung von Zwergen. Ja. Man kann nur 5 Zwerge pro Kampf bekommen. Wie es aussieht. Ja, auf jeden Fall. Ich trage heute mein Lieblingsoutfit. Hast du denn ein anderes? Ich fürchte, du hast kein anderes, Evil Zwergi. Ja, Evil Zwergi ist ein richtiger Dämon. Ein Dämonsvampir, ein Dämonenvampir. Mit dem sollte man sich nicht anlegen. Der sieht so aus, als hätte er direkte Kontakte zum Bösen. Level 7. Evil Zwergi. Fluch gelernt. Gegner erleiden Schaden, wenn sie versuchen, dich zu verletzen. Sprechen muss man lernen. Ob Tumblr Nummer 3 irgendwelche Geheimnisse hat? Bei ihr glaube ich nicht. Nee. Tumblr nicht. Nee. Die Tumblr 4 hat keine Geheimnisse. Vor allem Tumblr hat keine Geheimnisse. Nö. Nö, nö.
So, da geht's runter. Ihr seht's nicht, aber auf der Karte geht's runter. Schön, dass ich es erwähne und man es nicht sieht. Ein Gasthaus. Du hast Level 5 mit der Klasse Vampir erreicht. Okidoki. Du hast 20 verschiedene Kittel, die bevorzugte Kleidung der Forscher gesammelt. Freue mich, dass ich Kittel gesammelt habe. Auf geht's! Ich brauche was zu futtern. Am liebsten würde ich mich verziehen. Oha, Dämon! Waren das nicht gleich drei? Moment mal, schnuff! Diese super süße Süßigkeit muss ganz nah sein. Das Monster da hat sie. Her damit! Und außerdem war die Süßigkeit nicht ein Schnitzel. Ja, drei Monster und ein Schnitzel. So war das doch, als wir das erste Mal gemacht haben. Barriere! So, die greift wahrscheinlich gleich Evil Zwergi ein. An. Der ist nämlich noch am frischesten von uns. Ja, wusste ich doch. Sie sind sofort auf den Evil Zwergi hauen. Das ist doch fast klar. Kann das sein, dass die Kämpfe immer von hinten sind, wo man vorspult? Nee, kann eigentlich nicht sein. Riesenwaffe. Okay, die sind mega stark. Evil Zwergi halt mega schwach. Was ich eher für möglich halte. Trotzdem habe ich Ultrastreuer aktiviert. Fetzende Formel, komm! Das kriegst du hin, Zwergi. Hau rein. Boah, das zieht ordentlich was ab. Habt ihr das gesehen? 130 oder sowas war das. Todesdämon, wie ist dran? Ich sehe kaum was. Weil die Dämonen, die Todesdämonen, das verdecken. Wir schaffen das. Tamla 3 ist dran. Okay, Evil Zwergi ist tot. Das hat nichts zu bedeuten. Und da der generell einen schwachen Level gehabt hat, ich werde auch jetzt, glaube ich, keinen Nebenstreuer dafür einsetzen. Wir werden den ja noch in verschiedenen Kämpfen mit dabei haben. Ja, komm, wann gehen denn die endlich tot? Ich habe doch schon dreimal fetzende Formeln eingesetzt. Das muss doch irgendwann mal laufen. Liebster Freund, was? Das wird langsam irgendwie seltsam. Oh, den einen haben wir schon besiegt. Können wir Blacky mal wieder ins Team holen? Die hat sich doch jetzt wieder beruhigt. Okay, die Annelie ist immer noch auf Ultra. Blacky jetzt auch, die habe ich ultrafiziert. Und noch einmal fetzende Formel, das muss doch reinhauen. Hier, komm! Attacke! Komm, die letzten zwei kriegen wir auch noch. Los, 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 los! Los, Blacky! Los, Annelie! Los, Zwergi! Netz! Hier, bitte nur das. Das ist nette Aktion hier im Kampf. Da muss ordentlich reingehauen werden. Das Nettigkeiten könnt ihr danach austauschen. Gute Bekannte! Krankenbesuch gelernt. Ah, was ist in letzter Zeit mit mir los? Tänzelnder Pfeil. Okay. Fetzende Formel, wie oft muss ich das noch einsetzen? Attackiert! Die Attackierenden. Juhu! Komm schon, volle Power! Den letzten müssen wir noch schaffen. Ah, die beschützt in dieser Maske. Warum auch immer ich so eine Fähigkeit habe. Komm, die kriegen wir jetzt noch. Zack, zack. Wer siegt? Den dritten. So, ein Kinderspiel. Naja, ein Kinderspiel war das nicht, aber es ging. Ja, Evil Zwergi muss sich noch ein bisschen aufleveln. Steigt um 3. Wie der Gänger gelernt. Erhole dich manchmal, wenn du im Kampf besiegt wurdest. Achso, wird wiederbelebt sozusagen. Belebt sich sozusagen von selbst. Oh, das ist eine nice Attacke. Das ist doch nice. Na, und die Bonus-ERF kriegt ganz klar der Evil Zwergi. Wow, das hat viel gebracht. Steigt wieder um 3. Giftnebel gelernt. Stoß eine Giftwolke aus, die alle Gegner schädigt. Spitzenklasse diese Klasse. Das ist also die super süße Süßigkeit. Ein winziger Happen kann ja nicht schaden. Nom. 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 Boah, wie lecker. Nom, 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 nom. Nom, 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 Schwanz. Knabber. Das ist einfach zu gut. Aber es gehört sich nicht, das ganz allein zu futtern. Deshalb darfst du das hier haben, was ich übrig gelassen habe. Hier, bitte. Drei Törtchen, drei Teufelstörtchen erhalten. Hurra! Bis dann. Keine Feen-Sache. Du hast die Quest von Tamla 3 abgeschlossen. Keine Feen-Klasse. Schade.
Ach, er schwebt. Haben das gesehen? Evil Zwergi schwebt. Wollt doch die Feenklasse von ihr halten. Nicht. Du hast das Level 10 mit der Klasse Vampir erreicht. Joa, Mist. Ja, haben wir es in diesem Part nicht geschafft, noch die Feenklasse dazu zu erlangen. Das wäre noch mega nice gewesen. Nur zwei Klassen, die ich erhalten hätten. So, ich würde mal sagen, im nächsten Part geht es so Richtung der zweiten Stadt, die sich dort freigeschaltet hat. Und dem nächsten Gebiet. Ja, das erkunden wir dann vielleicht mal. Vielleicht finden wir so eine Quest dort. Ja, haben wir in diesem Part die Vampirklasse freigeschaltet. Evil Zergi dazu bekommen. Däumchen nach oben, sollte euch das gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenquest verpassen wollt. Habt euch wohl und haut drinne. Ciao, ciao.